sondern es geht darum, dass hier sehr komplexe Abwägungen erfolgen müssen, wie man zu Kompromissen kommt. Und das wissen Sie auch, das ist ein Geben und Nehmen. Und dort ist es wirklich wichtig, dass diese Vertraulichkeit erhalten bleibt, weil sonst der Verhandlungsspielraum, der hier notwendig ist, extrem eingeschränkt wird durch das, was ich vorhin angedeutet habe, durch parteipolitische Vorfestlegungen, Grundlagen, auf denen wir zunächst selbstverständlich alle arbeiten, denn wir bekennen uns zu solchen parteipolitischen Grundlagen, wo wir aber gelegentlich im Sinne eines Kompromisses auch den Spielraum haben müssen, davon abzuweichen. Und das würde sehr erschwert werden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Bitte sehr. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne die Beantwortung der Zwischenfrage, die ja nie angerechnet wird auf die Zeit, hat die Ministerin dennoch die Redezeit um knapp 2 Minuten überzogen, sodass auch den Fraktionen diese Zeit jetzt wiederum zur Verfügung steht. Und es gab eine weitere Wortmeldung bei den Piraten. Herr Kollege Marsching hatte sich noch einmal gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Frau Ministerin, Herr Weckmann, Frau von Böselager, Kompromisse gehen nur mit vertraulichem Wort, sagen Sie. Der Herr Weckmann hat es wörtlich gesagt. Kompromisse gehen nur mit vertraulichem Wort. Ich frage mich, warum darf ich die Interessen meines Landes im Bundesrat eben nicht wissen? Denn ein Abstimmungsverhalten, wie der Herr Engsfeld das vorgeschlagen hat, wir können das Abstimmungsverhalten ja protokollieren, ein Abstimmungsverhalten ohne die entsprechende Begründung ist einfach eine Nullaussage, nicht mehr und nicht weniger. Ich frage mich, wenn Sie sagen, wir müssen das vertraulich machen, weil sonst kommen wir zu keinem Verhandlungsergebnis, ob diese Aussage auch auf die Ausschüsse hier im Landtag zutrifft, denn wir sind alle öffentlich, dann scheinen wir hier ja auch nicht zu Kompromissen zu kommen. Ich glaube, Ihnen geht es nicht darum, mehr Transparenz herzustellen, auch wenn Sie es immer wieder sagen. Ihnen geht es darum, dass Sie im politischen Prozess die Kontrolle behalten, nicht mehr und nicht weniger. Wir sind hier, ihr seid da und ihr bleibt bitteschön auch draußen. Danke, Herr Kollege Marsching. Gibt es den Wunsch nach weiteren Redebeiträgen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Beratung zu dem Antrag unter Tagesordnungspunkt 5 an dieser Stelle und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Die führen wir jetzt auch durch, und zwar über den Inhalt des Antrages Drucksachennummer 3246. Nordrhein-Westfalen setzt sich für mehr Transparenz des Bundesrates ein. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP, vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis gegen die Stimmen der Piraten abgelehnt. Ich schließe den Tagesordnungspunkt und rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion von SPD, Bündnis 90, die Grünen und der Piraten, Drucksachennummer 3226. Bundesregierung muss die deutschen Seehafen-Hinterlandanbindungen der SARA-Häfen im bundesweiten Interesse gezielt ausbauen und Engpassstellen beheben. Ich eröffne die Beratung und erteile für die antragstellenden Fraktionen Herrn Kollegen Breuer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt fast zum Schluss möchte ich nochmal Ihre Aufmerksamkeit erregen und insbesondere die Kolleginnen und Kollegen der CDU und der FDP für den Antrag, den wir Ihnen vorgelegt haben, gewinnen. Ich denke, es wäre sinnvoll, wenn wir heute noch mal ein gemeinsames Signal nach Berlin senden, dass wir uns dafür einsetzen, die Seehafen-Hinterlandinfrastruktur auszubauen und zu stärken. Der Anlass für diesen Antrag war auch eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Reise aller Fraktionen dieses Hauses zu den Seehäfen im belgischen Antwerpen und im niederländischen Rotterdam am 10. und 11. April dieses Jahres. Und bei dieser Reise der Mitglieder des Verkehrsausschusses wurde uns eindrucksvoll noch mal vor Augen geführt,
wie gut sich die zwei ZARA-Häfen für die Zukunft im Bereich der Logistik aufgestellt haben. Die Belgier und die Niederländer haben längst erkannt, welche enormen Potenziale in ihren Seehäfen steckt in einer globalisierten Welt. Und sie haben die notwendigen und richtigen Schritte aus ihrer Sicht bereits eingeleitet und die Infrastruktur an der See, aber auch im Hinterland deutlich ausgebaut. Sie sind für, selbst bei konservativer Prognose, absehbare starke Verkehrszuwächse gut gerüstet für eine Ausweitung des Seefrachtverkehrs. Meine Damen und Herren, die Frage, die wir uns dort gestellt haben, auch heute weiterhin stellen müssen, ist die, sind wir in Deutschland, sind wir in Nordrhein-Westfalen eigentlich dafür gerüstet, diesen Zuwachs an Güterverkehren zu verkraften? Ist unsere Infrastruktur heute ausreichend ausgebaut und unsere Verkehrswege auf der Straße, der Schiene und Binnenwässer wirklich ökologisch nachhaltig ausgerichtet und auch so ausgerichtet, dass unsere Bürger diese Verkehre verträglich verkraften können? Wenn wir uns ehrlich in die Augen schauen, müssen wir sagen, nein, das ist heute noch nicht der Fall. Und umso mehr müssten wir eigentlich auch gemeinsam unsere Schlüsse ziehen und formulieren und gegenüber dem Bund vertreten. Es scheint aber so, dass doch der Bundestagswahlkampf, wir haben heute an mehreren Stellen schon einen Vorgeschmack darauf bekommen, hier Einzug genommen hat. Es war offenbar nicht möglich, im Vorfeld mit der CDU hier zu einer gemeinsamen Beschlussfassung zu kommen, auch mit der FDP leider nicht. Man kann schon erahnen, dass es doch eine Art Inszenierung ist, die hier abläuft bei der CDU. Man ist im Wahlkampffieber und auch Herr Wittke hatte ja in der letzten Woche das Wasser nicht halten können und musste ganz schnell ausplaudern, was sich auf Bundesebene erfreulich ist, auch in dieser Hinsicht abzeichnet. Ich komme darauf zurück. Denn eigentlich ist ja unstreitig, welche Kernprojekte wir gemeinsam im eigenen Interesse, aber auch im bundesdeutschen Interesse hier im Landtag vertreten müssen. Neben der wichtigen Schließung von Engpässen im Schienengüterverkehr ist die schnellstmögliche Realisierung der Betuwe-Linie und die zügige Planung des Eisernen Rheins ganz oben auf unserer eigentlich gemeinsamen Prioritätenliste. Wir freuen uns, meine Damen und Herren, dass beim Thema Betuwe endlich Bewegung in diese unendliche Geschichte gekommen ist. Und wir haben Respekt und Anerkennung zu zollen für die Akteure auf Bundes- und auf Landesebene, die in Kürze eine verlässliche Vereinbarung treffen wollen. An dieser Stelle gilt natürlich unser besonderer Dank dem Entflechtungskünstler und Minister Herrn Groschek. Er ist der wahre Houdini der Verkehrspolitik, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir freuen uns, dass Sie mit sehr großem Werbe hier rangegangen sind, auch das Thema RAX gleichzeitig mit angepackt haben mit der Betuwe-Linie und das auch miteinander verknüpft ist. Gleichwohl möchten wir auch warten, bis die Tinte unter den avisierten Verträgen trocken ist. Und wir werden auch bis auf Weiteres unsere Forderungen, unsere berechtigten Ansprüche, die wir auch hier in dem Antrag niedergeschrieben haben, artikulieren und formulieren und diese an Berlin adressieren. Dies tun wir auch weiterhin mit Blick auf den Eisernen Rhein. Wir müssen uns nunmehr sehr schnell interfraktionell zusammensetzen, um hier zu möglichst einer auch gemeinsamen Positionierung kommen. Das Angebot zur Einrichtung einer entsprechenden interfraktionellen Arbeitsgruppe steht. Und ich möchte zum Schluss, meine Damen und Herren, bevor Sie zum Schluss kommen, muss ich Sie leider unterbrechen. Der Kollege Berger würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, ich denke nicht, dass jetzt hier eine rhetorische Frage erforderlich ist. Sie können ja gleich sich hinreichend hier positionieren, wenn Sie mit Ihren Redebeiträgen dran sind. Denn ich möchte zum Schluss an Herrn Schemmer nochmal das Wort richten und auch ihm beim Wort nehmen. Er hat gestern in einer Debatte dargelegt, dass es an der Zeit ist, durch eine Türe zu gehen, eine gemeinsame Türe der Verkehrspolitik, die nicht immer offen sei. Richtig, Herr Schemmer, genau, Sie müssen durch diese Türe sehr bald gehen. Ich habe aber die Befürchtung, dass Sie nicht durch diese Türe durchpassen, sofern Sie immer noch diese ideologischen Bretter vor dem Kopf haben, die Sie daran hindern. Aber wir werden ja gleich sehen, wie Sie sich zu unserem Antrag verhalten und ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Herr Breuer, bleiben Sie bitte hier. Jetzt hat sich der Kollege Dr. Berger zu einer Kurzintervention gemeldet. Sie müssten sich einmal, haben Sie? Ja, Mikro frei? Ja, vielen Dank. Herr Breuer, mir ging es in der angekündigten Zwischenfrage gar nicht so sehr um eine parteipolitische Frage, sondern beim Thema Eisernen Rhein ist es ja so, dass die Bundesregierung eine andere Position hat als das Bundesland Nordrhein-Westfalen, auch als der Landtag. Insbesondere steht die Bundesregierung auf dem Standpunkt, dass die Finanzierung einer wie auch immer gearteten Trasse des Eisernen Rheins so nicht darstellbar ist, weil drei verschiedene Nationen, also Belgien, Niederlande und Deutschland,
einer gemeinsamen Finanzierung zustimmen müssten. Und ich bin deswegen, ich habe in meiner Fraktion vielleicht auch eine andere Meinung manchmal zu bestimmten Themen, aber ich vertrete eine Menge Bürger aus der Region, die sich mit verkehrspolitischen Belastungen abfinden müssen. Und ich meine, man sollte auch aus Anträgen, wenn man gemeinsame Positionen beschließen möchte, und das ist auch der Gegenstand meiner Kurzintervention, Verkehrsprojekte, die nicht finanziell abgeklärt sind und für die es noch keine trinationale Einigung gibt, aus Beschlüssen des Landtages heraushalten. Denn Menschen, die mit Ankündigungen betroffen sind, dass möglicherweise hinter ihren Immobilien internationale Verkehrsgüterstrecken verlaufen würden, die haben erhebliche Probleme mit den Werten ihrer Immobilien. Und eine Ankündigung einer Güterverkehrsstrecke kann dann natürlich, ich sage mal, entsprechend negativ wirken. Von daher, und das ist eigentlich mein Punkt, wenn man den Eisernen Rhein fordert, dann muss man vorher Fakten geschaffen haben hinsichtlich der Finanzierung. Und dann kann man über alles reden, dann kann man auch mit der Region darüber sprechen, wie man es ausgestalten kann, wo man vielleicht Bahnhöfe und Wertschöpfung schaffen kann, aber nicht einfach was in einen Antrag schreiben, fordern und dann sagen, wie es nachher bezahlt werden soll. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege, also das ist ja genau das, was wir wollen. Wir müssen auch hier eine gemeinsame Positionierung haben. Die haben wir eigentlich hier in diesem Landtag auch klar und deutlich gefunden. Und es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung sich hierzu mal klar und deutlich äußert. Es reicht eben nicht aus, sich immer wieder darauf zu berufen, dass man die historische Trasse des Eisernen Rheins will, die keiner wirklich mit einer Realisierungschance versehen hat. Sie müssen auch mal endlich dann Ihren Bundesminister dazu bringen, dass er die Verhandlungen auch mit den Niederländern und mit den Belgiern aufnimmt, eine realistische Trasse zu machen. Und Sie sollten Ihren Kollegen Herrn Ferlemann im Bund mal da ins Gebet nehmen und ihm sagen, dass es keinen Sinn macht, immer weitere Trassenführungen zu diskutieren und ins Spiel zu bringen, sondern sich auch mal endlich auf eine gemeinsame Linie zu verständigen und diese gemeinsam auch nach Berlin zu tragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Breuer. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Glocke. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kollege Breuer hat es eben auch gesagt, wir waren vor einigen Wochen als Ausschuss in den Hafenstädten Antwerpen und Rotterdam und das auch zum wiederholten Mal, jedenfalls in meiner noch nicht allzu langen Abgeordnetentätigkeit. Wir hatten das ja auch schon in der letzten Legislatur gemacht und es war nochmal beeindruckend zu sehen, welche Zuwächse dort im Güterbereich schon jetzt vorhanden sind und in den nächsten Jahren auch zu erwarten sind. Wenn man das in Rotterdam sieht, die großen Auflandungen dort, die Maasflagte 2, die dort gerade im Bau ist, oder das, was sich in Antwerpen tut, das ist wirklich mit Hafenbesuchen, wenn man sie denn hier in Neuss macht oder selbst in Duisburg, nicht ansatzweise vergleichbar. Das sind riesige Gütermengen, die dort heute schon verarbeitet und verladen werden, und das sind noch größere Gütermengen, die in den nächsten Jahren dort auf uns zukommen werden. Und von daher ist es gut und richtig, dass sich der Landtag heute zum wiederholten Male mit diesem Thema beschäftigt, nämlich mit der Frage, wie wir diese Gütermengen in den nächsten Jahren abtransportieren können, wie wir es erreichen, dass die Straßen entlastet werden, wie wir sicher dafür sorgen können, dass Güter auch schnell von A nach B kommen und dass hier Mobilität und Beweglichkeit herrschen. Wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass das Bohren dicker Bretter auch an Punkten Erfolg haben kann, wie jetzt in der vergangenen Woche, wo ja offenkundig ein Durchbruch bei der Frage Bau des dritten Gleises mit entsprechendem Lärmschutz bei der Betüwe-Linie erreicht werden konnte und auch bei der Frage Realisierung des RRX, wo es jetzt entsprechende Signale von der Bahn und vom Bund gibt, dass endlich die anstehende Finanzierungsvereinbarung auch unterzeichnet werden kann. Dank an der Stelle an den Verkehrsminister, an die Ministerpräsidentin, aber auch gleichzeitig an den Bund, an die Bundesregierung und auch an die Bahn AG, weil das sind einfach Projekte, die so lange liegen und so lange sozusagen bearbeitet worden sind von verschiedenen Regierungen, dass man jetzt nur hoffen kann, dass sozusagen die jetzt getroffene Vereinbarung auch wirklich unterschrieben wird, sozusagen, dass die Tinte trocknen kann und dass endlich diese Projekte umgesetzt werden, damit wir hier auch einen Schritt vorankommen. Wir haben heute diesen Antrag nochmal vorgelegt, also die Punkte in dem Antrag. Wir haben das ja schon mehrfach debattiert, um auf die Missstände hinzuweisen, um die Punkte nochmal zu formulieren, die notwendig sind. Da geht auch hier kein Riss durch die Fraktionen, sondern es wird eine Frage sein in den nächsten Monaten und Jahren,
dass sich NRW stark aufstellt im Konzert der Bundesländer, in Konkurrenz zu den Südländern, in Konkurrenz zu den norddeutschen Hafenstädten und den entsprechenden Bundesländern, auch in Konkurrenz zum Osten. Das kann am besten dann gelingen, wenn man fraktionsübergreifend agiert und dort vorstellig wird. Das habe ich ja eben auch geschildert, wie das bei der Betüwe-Linie jetzt hoffentlich endlich erfolgreich war. Wir haben leider für die heutige Plenarbefassung keinen gemeinsamen Antrag hier hinbekommen. Bei der CDU würde ich sagen, leider war das auch nicht gewollt, weil der Antrag, den wir da als Entwurf rübergereicht hatten, war schon auf Konsens geschrieben und kam dann mit 95% Änderungen zurück. Da würde ich sagen, da war auch nicht die Bereitschaft da, einen gemeinsamen Antrag zu machen. Bei der FDP war das anders. Da gab es Punkte sozusagen im Bereich Klimaschutz und auch in der Frage PPP oder ÖPP-Projekt, wo wir uns sozusagen in der Zeit dann nicht mehr verständigen konnten. Aber ansonsten gab es da in den letzten Jahren eine gute Zusammenarbeit und ich hoffe, dass man die entsprechend an dem Punkt fortsetzen kann. Und für den von mir nicht gewünschten Fall der Fälle, dass die FDP Mitglied der Bundesregierung bleibt, würde ich auch darauf setzen, dass hier die Landtagsfraktion der FDP in Nordrhein-Westfalen dafür sorgt, dass in Berlin der Druck aufrechterhalten wird, dass wir da jetzt entsprechende Schritte auch in Berlin realisieren können. Zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Berger, würde ich gerne entgegnen, das ist ja Ihr Thema sozusagen, weil Sie regionaler Abgeordneter sind. An einem Punkt sind wir da gar nicht weit auseinander. Also das, was Herr Ferlemann angekündigt hat vor einigen Tagen hier in Düsseldorf beim großen IAK-Güterkongress, nämlich dass die Bundesregierung nicht auf die Realisierung des Eisernen Rheins setzt, da haben wir eine Differenz in der Einschätzung. Aber er hat ja auch gleichzeitig gesagt, er setzt darauf, dass es eine Realisierung im Ausbau Venlo-Kaltenkirchen gibt und eine Realisierung des dritten Gleises zwischen Aachen und Düren. Da ist unsere Einschätzung, dass das nicht ausreichen wird, um die Gütermengen von Antwerpen und Rotterdam abzutransportieren. Aber, wenn wir an den Punkten vorankommen, wäre das für die Region und für den Gütertransport ein riesiger Fortschritt. Von daher dürfen Sie sich da gerne weiter einsetzen mit uns zusammen, dass die beiden Projekte vorankommen. Dann wären wir nämlich einen Schritt weiter. Und wenn man dann feststellen würde, Eiserner Rhein ist zusätzlich noch nötig, dann muss man das entsprechend auch voranbringen. Wir haben die Auffassung, aber bei den anderen beiden Projekten klare Unterstützung auch, wenn von Seiten der CDU hier endlich Signale kommen, dass man an diesen beiden Teilabschnitten die Umsetzung des Ausbaus entsprechend voranbringt. So, nochmal zusammengefasst, das ist heute ein... Aber die Zeit. Ja, da, Redezeit zu Ende. Entschuldigung, dann spare ich mir die Zusammenfassung. Ich habe ja eigentlich auch alles gesagt. Danke für die Aufmerksamkeit und hoffe auf die entsprechende Unterstützung aller Fraktionen. Nicht Fraktionen gegeneinander, sondern alle Fraktionen zusammen in Berlin, dass wir endlich bei diesen Projekten weiter vorankommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kollege Glocke. Für die Piraten spricht der Kollege Bayer. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Menschen am Stream und vor dem Protokoll. Dieser Antrag ist wichtig für die Menschen in NRW, Deutschland und Europa. Die Häfen in Belgien und in den Niederlanden wachsen und sie setzen im Hinterland auf Binnenschifffahrt und auf die Schiene. Und wenn wir nichts tun, dann kommen die zusätzlichen Container anschließend zusätzlich auf unsere Straßen. Staus und Klimaschutz werden dann unsere geringsten Probleme dabei sein. Die Zahlen, Daten und Fakten sind eindeutig. Ich verweise dazu unter anderem auf den Antrag. Dennoch müssen wir anscheinend noch massiv Aufklärungsarbeit leisten. Dieser Antrag spricht nicht nur Minister Groschek an, der weiß ja, worum es geht. Ihn möchten wir bestärken, den Auftrag des Landtags mitgeben und auch noch mal ein paar Mal die Worte wichtig, dringend und Butter bei die Fische. Offenkundiger Durchbruch bei der Betüwe-Linie klingt übrigens sehr gut, aber ich will das auch von Rüdiger Grube und Minister Ramsauer hören. Und ich möchte, dass es weitergeht. Denn hält der Bundesverkehrsminister den Eisernen Rhein denn für ein regionales Leuchtturmprojekt, das wir hier zwar nett finden, aber welches gesamtgesellschaftlich verzichtbar wäre? Wir wollen ja nicht hier zur Landgewinnung einen Bahnhof unter die Erde legen, sondern wir wollen Versorgung und Mobilität in Deutschland generell sicherstellen. Und ein Popularitätsgarant ist der Bau und Ausbau von Güterverkehrsstrecken sicherlich auch nicht. Herr Berger hat da gerade ein Beispiel genannt. Selbstverständlich wünschen wir uns als Unterstützung etwas öffentliche Aufmerksamkeit zum Thema. Das kann dieser Antrag hier nur bedingt leisten, das wissen wir. Aber als Anregung
Wer die A1-Brücke als PISA-Schock für die Verkehrsinfrastruktur bezeichnet, sollte wissen, dass PISA durch den Nationenvergleich so große Aufmerksamkeit erwirkte. Und wir sind im Vergleich zu unseren Nachbarn in Sachen Güterschienenverkehr ganz hinten. Nicht nur gegenüber Niederlande und Schweiz. Jetzt brauchen wir zu den Fakten nur noch ein Punktesystem und ein offizielles Ranking. Wir erreichen hoffentlich auch die Mitglieder des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Bundestag. Denn der Bundestag ist bezüglich eines von den Grünen eingebrachten Antrags mehrheitlich der Meinung, dass ein Ausbau der ZARA-Anbindung in direkter Konkurrenz zu den deutschen Häfen stände und beides nicht zu realisieren wäre. Die CDU dort hat vor allem Angst vor Transitverkehr. Das zeigt erstens, dass alle Beteuerungen gegenüber NRW, die Hinterlandanbindung der ZARA-Häfen sei ein bundesweites Herzensanliegen, bla bla sind. Und zweitens, dass die CDU im Bund entweder ignoriert, dass die Container ohne Schienenanbindung ihren Weg anderweitig durch Deutschland finden, oder dass sie das Straßennetz als ubiquitär ansieht. Ein verbreiteter Irrtum, der mit der Diskussion um den Erhalt der E-Verkehrsinfrastruktur endgültig passé sein sollte. Und was die Konkurrenz betrifft, wir fördern die deutschen Seehäfen nicht dadurch, dass wir von unseren Nachbarn uns abklemmen. Wo ist der liberale Marktgedanke der Bundes-FDP, wenn er denn gesellschaftlich sinnvoll ist in diesem Fall? Die Logistiker müssen wir natürlich auch noch überzeugen, und zwar durch klaren Willen, entschiedenes Handeln und transparente Pläne. Güter auf die Schiene ist nur ein Lippenbekenntnis, wenn man gleichzeitig nichts dafür tut, sondern im Gegenteil die Deutsche Bahn ermuntert, den Einzelwagenverkehr zurückzudrängen und das Netz für Börsenpläne auf Verschleiß zu fahren. Ein Unternehmer, der dieses jahrzehntelange Lippenbekenntnis kennt, verweist dann natürlich auf die Zuwächse auf der Straße und verlangt dortiges Investieren. Er kann ja nicht auf Verdacht sein System wechseln, eine Spedition plant mit dem, was da ist. Die Politik dagegen muss weiterdenken und gesamtgesellschaftlich handeln. Aber leider können wir hier, kann die Landesregierung, die Projekte nicht alleine stemmen. Nicht überall müssen wir hier auch auf die Bundesregierung schauen. Zwar sind PPP-Projekte auch unserer Ansicht nach keine Alternative. PPP-Projekte, bei denen der Staat langfristig draufzahlt und nur die Schulden versteckt. Aber bei der Finanzierung können wir natürlich neben den Niederlanden, Belgien und der EU durchaus Logistik- und Infrastrukturunternehmen, die ein hohes Eigeninteresse an den Trassen selbst haben, Partner sein. Wir können aber ohne den Bund weder multinationale Verhandlungen führen, noch Verkehrsinfrastruktur von bundesweitem Interesse planen. Wir brauchen die Unterstützung der Bundesregierung, natürlich auch finanziell, und die des Bundestages. Ich finde jetzt etwas schade, dass Herr Berger sich hier wirklich sehr eindeutig gegen den Eisernen Rhein positioniert hat. Insofern die Sache mit der gemeinsamen Position vielleicht doch nicht so ganz stimmt, aber ich hoffe darauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Fussem. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte ganz zu Beginn ein paar Anmerkungen zu Stil und Form von Antragsinitiativen der Regierungsfraktionen machen, den Sie sich, sehr geehrte Damen und Herren von den Piraten, offensichtlich ebenfalls langsam zu eigen machen wollen. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidiums: Bundesregierung muss Verantwortung für Realisierung einer europäischen Frauenquote übernehmen. Drucksache 16-2277. Bund muss rasanten Anstieg von Mieten eindämmen. Drucksache 16-2889. Bundesregierung ist in der Pflicht, grundlegende Länderinteressen zu berücksichtigen. Drucksache 16-2887. Und dann schließlich der vorliegende Antrag, nachdem wieder einmal die Bundesregierung etwas machen muss. Meine Kolleginnen und Kollegen von SPD und Bündnis 90 Grüne, ich frage mich angesichts Ihrer Überschriften, wozu brauchen wir überhaupt noch eine Landesregierung?
Auch das Hohe Haus des Landtags benötigen Sie offensichtlich nur noch, um Wahlkampf zu machen, um Show zu machen. Mit der vorliegenden Form der Antragsinitiative erreichen Sie inhaltlich jedenfalls nichts, Sie machen nur Wind. In der Sache wollen Sie überhaupt nicht ernsthaft gemeinsam Interessen für Nordrhein-Westfalen vertreten und versuchen, einen breiten Konsens herbeizuführen. An dieser Stelle, sehr geehrter Herr Minister Groschek, muss ich den Vorwurf auch ganz klar an Sie adressieren. Sie reden immer gerne vom gemeinsamen Handeln. Sie fordern uns als Opposition auf, konstruktiv zu sein. Aber wenn es darauf ankommt, wenn Sie beim transnationalen Güterverkehr und bei den Hinterlandanbindungen der Zara-Häfen selbst einmal initiativ werden müssen, dann hört man von Ihnen Sätze wie, ich bin ja nicht der Außenminister. Haben Sie gesagt, mit dieser lapidaren Bemerkung entledigt sich der zuständige Fachminister seiner Verantwortung für ein zentrales Feld wirtschaftlicher Stärke Nordrhein-Westfalens. Ich finde das bemerkenswert. Zum Antrag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es stehen zu Beginn einige richtige Feststellungen im Text. Die Darstellung der Herausforderungen ist zutreffend. Wie Sie sich vielleicht dunkel entsinnen können, haben wir den Antrag interfraktionell lange verhandelt. In der Problembeschreibung lag dabei sicherlich nicht der Dissens. So beinhaltet der Antrag auch zu begrüßende Forderungen. Dabei geht es aber lediglich um Selbstverständlichkeiten, welche bereits im Grundkonzept für die Bundesverkehrswegeplanung berücksichtigt sind. Wir haben daher weitere konstruktive Vorschläge gemacht. Unter anderem wollten wir, dass im Antragstext auch die Aufgabenstellungen für die Landesregierung schriftlich dargelegt werden. Für Rot-Grün war dann das schon das Ende allen Miteinanderredens. Richtig ist und bleibt, die Landesregierung muss die Initiative ergreifen. Sie, Herr Minister, müssen den Weg bereiten, auf dem alle gemeinsam nach Berlin, nach Den Haag, nach Brüssel gehen und sagen, so machen wir das. Der Kapitän gehört doch auf die Brücke und nicht ins Rettungsboot, Herr Minister Groschek. Forderungen an den Bund alleine werden die Probleme nicht lösen. Das wissen Sie und deshalb wollen wir den Lösungsweg nicht allzu einseitig beschrieben wissen. Das Problem ist, dass Sie, Herr Minister Groschek, offenbar als Prophet im eigenen Land bzw. in Ihrer eigenen Partei nicht gehört werden. Sie sprechen von gemeinsam und wir, gestern im Plenum sogar von Freundschaft und Nähe, die Sie suchen wollen. Wenn es allerdings darauf ankommt, meine Damen und Herren, sagen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen niet. Die Breuers und Klokkes lassen den eigenen Minister im Regen stehen oder, was noch viel schlimmer wäre, die Fraktionen agieren so in ihrem Auftrag. Wie dem auch sei, Sie müssen zunächst einmal bei sich selbst und bei Ihren Regierungsfraktionen den Geist der Gemeinsamkeit herstellen, bevor Sie damit zu anderen gehen und dem Bund ungerechtfertigte Vorwürfe machen. Meine Damen und Herren, durch einen formalen Akt schließlich machen Sie dann auch für wirklich jedermann deutlich, dass Sie hier ein Thema nur für den Wahlkampf instrumentalisieren. Sie stellen einen Antrag zur direkten Abstimmung. Wie bei den eingangs bereits zitierten Antragsinitiativen, die alle in direkte Abstimmung im Schnelldurchgang durchs Parlament gepeitscht wurden, verweigern Sie die inhaltliche Debatte zu einem wichtigen landespolitischen Thema aus parteitaktischen Gründen. Sie wollen keine Debatte, keine Expertenmeinungen, keinen Austausch widerstreitender Argumente. Es könnte ja sein, dass das schlichte rot-grüne Weltbild hier die Guten, da die Bösen nicht mit der Realität übereinstimmen könnte. Rot-Grün agiert wieder einmal nach dem Motto, ich habe meine Meinung, störe mich nicht mit Argumenten. Über dieses Wahlkampftheater Abteilung unterste Schublade ist die CDU-Fraktion sehr enttäuscht. Über die Ernsthaftigkeit von Gesprächsangeboten werden wir vor diesem Hintergrund in der Zukunft mehrfach nachdenken müssen. Wir lehnen den Antrag hier und heute ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fusse. Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Rasche das Wort. Und ich würde mich gern an den Vizepräsidenten Düngel auf der Besuchertribüne wenden. Sie wissen, dass man auf der Besuchertribüne nicht zu lange stehen sollte. Vielen Dank. Herr Kollege Rasche. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 6 Punkte zu dem Antrag, der hier gerade beraten wird. Erstens, wir haben oft geredet über Betuwe-Linie, Eiserner Rhein. Wir haben uns mehrfach zeigen lassen, wie gewaltig die Güterverkehrsströme steigen. Wir haben uns erklären lassen, wie wichtig die Hinterlandverkehre und der fließende Verkehr wichtig ist für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen und für seine Arbeitsplätze. Und wir waren uns alle einig, dass wir beide Strecken, Betuwe und Eiserner Rhein, dringend brauchen. Haben wir alles
dutzendmal erzählt, sind wir uns einig, da ist nichts Neues dabei. Punkt 2, Kollege Breuer. Sie warfen in Ihrer Rede, bevor ich überhaupt ans Mikro gekommen bin, uns vor und damit auch mir, also uns der Opposition, wir würden hier ja nur Bundestagswahlkampf machen. Ich finde das schon ganz schön armselig, so einen Vorwurf zu Beginn einer Rede zu machen. Ich habe hier gestern bei Münster-Lünen die Position der FDP.